Raul Bobadilla ist wieder dabei. Vorerst aber nicht auf dem Rasen, sondern nur daneben. Und von dort aus sieht er, wie seine Teamkollegen das Spielgeschehen bestimmen. Basel spielt stark bis in den Strafraum. Valentin Stocker, aber irgendein Gegenspieler steht zu Beginn immer im Weg. Omri Altmann klärt hier im letzten Moment. Basel kann es aber noch besser. 39. Minute. Salah. Streller. Salah. Diaz. Und dann wieder Stocker. Ein herrlich herausgespieltes Tor. Nach der roten Karte in der Meisterschaft zeigt Valentin Stocker heute eine starke Reaktion. Dieses Tor ist eminent wichtig für den FC Basel. Ein Treffer pro Halbzeit lautet der Plan von Murat Yakin. Den ersten Teil hat sein Team erfüllt. Maccabi tritt offensiv erst in der 40. Minute in Erscheinung, zeigt dann aber, dass es schnell gefährlich werden kann. Altmann mit dem Test für Jan Sommer. Aber es ist Basel, das vor der Pause noch eine weitere Top-Chance hat. Salah mit voller Wucht. Verteidiger Garcia wehrt mit den Händen zwar, aber nicht irregulär. Es bleibt beim 1:0 nach 45 Minuten. Für Basel wäre mehr möglich gewesen. Nach der Pause nimmt Bobadilla wieder im Rennsitz Platz. In Fahrt sind jedoch andere. Das Heimteam versucht mit dem gleichen Schwung wie in Halbzeit 1 weiterzuspielen. Wieder Salah. Verteidiger zieht dazwischen, er schafft sich ein Problem, löst es aber gleich selber. Ein paar Probleme gibt es jetzt auch in der Abwehr des FC Basel. Da sind nicht mehr alle gleich bei der Sache. Rade Prisa nahe am Ausgleich. In der 64. Minute. Die Israeli Offensive stehen etwas höher und Basel bekommt Platz für Gegenstöße. Mohamed Salah, er hätte das 2:0 erzielen können, ja müssen. Basel ging mit seinen Chancen fahrlässig um. Und so blieb es eine enge Geschichte. Maccabi Tel Aviv bekommt viel Platz, viel zu viel Platz in dieser Szene. Prisa scheitert erneut. Basel brauchte mehr als eine Prise Glück, um die Führung halten zu können. In der 77. Minute kommt dann Raul Bobadilla zu Marco Streller in den Sturm. Murat Yakin will das zweite Tor. Mehr als diese Aktion gibt's aber nicht mehr. Richtig zufrieden ist darum niemand beim FC Basel. Wenn du so viele Chancen hast, hat am Schluss ein bisschen Präzision gefehlt. Wir hatten nicht die Ruhe und auch nicht die Phase, wo wir das Goal haben können, das zweite schiessen. Also ja, für den Aufwand schade, dass wir da nicht das zweite können schiessen. Pointierter äußert sich Marco Streller. Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, können wir weiter. Wenn wir so spielen wie in der zweiten Halbzeit, können wir raus. Basel, Maccabi Tel Aviv, 1:0.